Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Kotz. Absu, meine Damen und Herren. Absolutely fucking beautiful und so. Den Witz hat mit Sicherheit überhaupt noch niemand gemacht in diesen Absu-Videos, weil das wäre ja vollkommen absurd. Absurd. Guck mal, ob wir das heute das komplette Video hinkriegen. Also wenn ich mir Mühe gebe, ja. Kann ich das bewegen? Das kann ich bewegen. Cool. Was passiert? Hi. Kriegen wir jetzt tatsächlich Puzzle-Solving? Eigentlich war das nur ein Scherz im vorletzten Video. Oh, ich muss beide betätigen, damit das Tor aufgeht wahrscheinlich. Ja, ist klar. Schön, dass Wasser unter Wasser läuft. Das macht Sinn. Das hätte ich gerne auch so. Also dann könnte ich einen Wasserfall in meiner Badewanne bauen. Also wenn sie vollgelaufen ist. Wenn sie leergelaufen ist, klappt das auch so vermutlich. Aber dann würden die Vermieter wahrscheinlich nicht ganz so für gut heißen. Deswegen werden wir das am besten mal lassen. Würde ich mal vorschlagen. Warte mal. Das Ding hier... Ist das kaputt? Ich gehe mal davon aus, dass das kaputt ist, weil das startet ja ganz am Eingang und da war, glaube ich, keine Kurbel. Da lag nur irgendwann die Kette rum, quasi, sozusagen. Was allerdings noch fehlt, sind unsere Freunde Muschel. Die so ein bisschen, dadurch, dass wir jetzt hier mal Ruhe haben, ich vermute mal, dass wir in der letzten Area hätten wieder zurückgehen können, sodass wir da eventuell in diesem Teil, wo der Strom da war, dass wir da eventuell in Ruhe nochmal hätten gucken können. Ansonsten... Also hoffe ich zumindest. Ach, hi. Guck. Kollege Nummer 2, wie schön. Ist ja ein Traum. Ich habe gesehen in irgendwelchen Screenshots, dass man da manchmal auch 3 von haben kann. Ich bin mal gespannt, ob wir das eventuell in diesem Video mal hinkriegen, tatsächlich 3 davon zu besitzen. Oder haben. Besitzen klingt so komisch, wenn es darum, wenn es um sowas geht, aber... Hi. Was kriegen wir... Werde ich mir dieses Hi irgendwann mal abgewöhnen in diesem Spiel? Rochen. Wenn ich das nächste Mal anfange, wenn ich irgendwen sehe, im Zweifel den Postboden, werde ich ihn mit Rochen begrüßen. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Mit Sicherheit jeden toll und so. Ich bin davon überzeugt. Ich meine, man muss ja öfter mal auch mal was Neues versuchen. Irgendwer muss ja irgendwann auch mal angefangen haben, die Leute mit Hi zu begrüßen, irgendwo, wahrscheinlich in England. Und das muss ja irgendwo, oder Amerika. Und irgendein Deutscher muss das ja dann irgendwann mal hier übernommen haben und die Nachbarn müssen dann ja eigentlich genauso bekloppt geguckt haben, wie dann jetzt die Leute, die ich anfangen werde, mit Rochen zu begrüßen. Also genau genommen bin ich ja quasi nur Innovator. Die Welt sollte dankbar sein. Das Ding bewegt sich immer noch. Warum bewegt sich das noch? Okay. Hier war ich schon, ne? War ich hier schon? Hier war ich schon, ja. Das war jetzt nur die Frage, dass ich da war, weiß ich, aber die Frage, ob das Spiel das auch gespeichert hat, hat's aber. Aber war da nicht sogar der eine kleine Freund von mir? Ach, keine Ahnung. Es ist dann irgendwie so die Frage, wie viel Zeit wir uns jetzt hier so für jede Area nehmen, aber na, mal sehen, solange wir noch nicht das Gefühl haben, dass alles, das Hopfen und Malz verloren sind. Bin ja mal gespannt, wozu das hier so führt. Das ist das große, tiefe, grüne Loch. Guten Tag, was ist das? Ach, das ist eine Muschel. Ach, Gott sei Dank. Haben wir eine schon gefunden von 3. Immerhin. Werden wir wohl irgendwann mal eine Area in diesem Spiel completen? So, wenn ich das jetzt so natürlich normal durchspiele, ohne mir groß dafür Zeit zu nehmen? Also ich meine, ich nehme mir ein bisschen Zeit, aber... Was ist das? Coole Scheiße, Alter. Diese komischen schwimmenden Muscheln, oder was? Sehr schön, ein Traum. Fuck. Ist mir aber ein bisschen zu eng hier. Also reinkommen war einfacher als rauskommen, aber das ist ja meist so im Leben. Es sei denn, es geht um was ganz anderes. Dann ist das manchmal ein bisschen schwierig. red ruhig weiter, ist kein Problem. Red dich in Teufelsküche. Hier gucken nur ein paar Leute zu, ist nicht so schlimm. Da kann man schon mal so einen Quatsch reden. Natürlich. Ein Traum. Jetzt ist die Frage, erstens... Seekühe oder so. Also, warte mal, ich möchte auf die rein. Stopp, irgendwas hat gefiebst. Es hat gefiebst. Hat's Angst vor mir? Was fiebt denn? Soll ich fieben? Ah, nein. Das sind meine neuen Freunde. Ich nehme die jetzt einfach mal auf in meinen Freundeskreis. Ich freue mich. Bin immer noch fasziniert. Diese Ruhe. Warte mal, da. War ich da schon? Da war ich, glaube ich, noch nicht, ne? Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Nein, ich glaube, das eine Ding, das ich eingesammelt habe, war nur in Anführungsstrichen unten. Was haben wir hier? Wir haben... Noch mehr Leoparden. Nee, Zebrahaie. Entschuldigung. Wir springen von Leoparden zu Zebrahaien. Ja, fast wie eine Safari. Kann ich mit dem reiten? Ich kann mit dem reiten. Hi! Ein Traum. Was in diesem Spiel sorgt dafür, dass ich permanent der Meinung bin, oder permanent den inneren Drang dazu habe, ist ja nicht, das ist ja keine bewusste Entscheidung. Was in diesem Spiel sorgt dafür, dass ich permanent den Drang dazu habe, alles und jeden zu begrüßen? Wahrscheinlich, weil es so viele unterschiedliche Lebewesen sind, dass man erstmal irgendwie...
der Meinung ist, Hallo zu sagen. Also ich, offensichtlich. Ist hier eine Höhle? Hier muss eine Höhle sein, ansonsten... Ja, da muss ja die Kette herkommen. Normalerweise müsste hier jetzt eine Höhle sein. Guten Tag. Dürfen wir... anstatt Hi. Kann ich hier schon rein? Das ist hier weiter. Ich will noch nicht weiter. Nein. Komm ich da noch wieder zurück? Oder geht das jetzt hier dann unwiderruflich nach vorne? Das ist jetzt natürlich die... Nee, ich gehe mal dadurch, dass die Kette hier ist... Nee. Oh, cool. Was ist eine schöne kleine Höhle, ey. Eine schöne kleine Höhle. Ja, Hauptsache Korallen. Die nehmen wir auch mit. Das sind auch meine Freunde. Aber in diesem Spiel ist nicht mein Freund. Wahrscheinlich gar nichts. Außer der eine große, dieser eine große Hai da, der alles umbringt. Den mag ich nicht so. Der frisst immer meine tollen Roboterfreunde. Mit dem komme ich nicht so ganz klar. Aber dafür ist die Tür jetzt auf, ne? Aber mir fehlen noch Muscheln. Oh, ich sammle die Muscheln so gern, denn sie sind so verschieden. Sehr schön. Like, comment und subscribe für die Leute, die wissen, von wem dieses Lied stammt. Das waren noch Zeiten. Als ich noch in dem Alter war, dass ich sowas gehört habe. War gut. Mit Sicherheit. Eine entspanntere Zeit. Wobei, ich meine, sehr viel entspannter als dieses Spiel geht's für mich eigentlich gar nicht. Von daher... Und so viel schlimmer ist das jetzt auch nicht. Aber ist immer noch die Frage, wo die scheiß Muscheln sind. Die müssen wir eigentlich... Warte mal. Kann ich mit dem Stein hier was machen? Der hat jetzt so komisch geglänzt gerade. Nee, kann ich nicht. Okay. Aber... Wo werden wir Muscheln finden? This is the question. Weil, ich meine, gefunden habe ich bis jetzt nur eine. Das ist ja eigentlich... Da waren wahrscheinlich die Rochen drin, wenn mich nicht alles täuscht. Und die andere Muschel war irgendwie auf so einem kleinen Vorsprung, ne? Aber, Das Ding ist, die Area hier wirkt gar nicht so groß. Deswegen ist es ja schon beinahe verwunderlich, dass man hier so lange suchen kann, ohne das zu finden, was man sucht. Wobei ich auch die Statue zum Meditieren noch nicht gefunden habe. Also, im Grunde genommen fehlen mir sogar mehrere Sachen, aber... Warte mal, wo war die Tür? Oder ist hinter der Tür noch irgendwas? Aber das macht eigentlich keinen Sinn, ne? Dass hinter der Tür jetzt noch irgendwas ist, weil... Ja, wobei, die großen abschließenden Türen sind ja immer die dreieckigen Türen gewesen. Das heißt... Also, das ist schon noch möglich, dass da was hinter ist. Wir gehen mal hinter der Tür gucken. Wir mal schauen. Das Ding ist, das ist wahrscheinlich... Oh, das ist ein schönes Bild. Das ist wahrscheinlich dann... Das, was manche Leute in Bezug auf dieses Spiel als Puzzle-Solving bezeichnet haben. Also, für... Ich meine, gut, man muss ein paar Räume so. Ich finde das ganz cool, dass die dich in dieser Area so ein bisschen hin und her führen. Das ist so ein bisschen Sightseeing machen mit dem nächsten Hammer. Hi. Beziehungsweise, Entschuldigung, Schwertfisch. Das ist echt erstaunlich. Es ist erstaunlich, über was sich Menschen echauffieren können, wenn sie denn wollen. Das ist wirklich faszinierend. Über irgendwelche Nichtigkeiten, aber das gehört wohl zu unserer Natur. Ich gehe mal davon aus, dass das zu unserer Natur gehört. Hi. Kann ich. Warum blinken manche Wände? Warum blinken manche Wände? Irgendeine Bewandtnis muss das doch haben, dass sie... Oder ist das einfach nur wirklich ein Lichteffekt, der... Ich sag mal, ästhetische Gründe hat. Das ist jetzt natürlich die große Frage. Aber wir gehen erstmal weiter. Weil... Wenn ich mich jetzt auch noch stundenlang mit... Ich glaube, die sind giftig, oder? Oder irgendwelche Fische, die so ähnlich aussehen, sind auf jeden Fall giftig. Dass wir jetzt uns nicht auch noch anfangen, mit Lichtspielen zu beschäftigen, die vielleicht überhaupt keine Relevanz besitzen, außer optischen und ästhetischen Gründen. Es würde wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, wenn ich jetzt auch noch jede Wand, die glänzt, in diesem Spiel untersuchen würde. Wie diese da zum Beispiel. Sehr schön. Warte mal, ist jetzt hier noch irgendwas? Sind hier noch irgendwelche lustigen... Sind hier noch Muscheln? Ich glaube, so auf den ersten Blick, wenn ich jetzt einmal so drüber gucke, sind hier keine Muscheln mehr in diesem wunderschönen Raum. Schade. Natürlich die Frage, wo die versteckt sind, aber es kann natürlich auch sein. Hallo! Dass diese Area noch ein kleines bisschen größer ist als das, was sie ursprünglich an Anschein machte. Was eine schöne Farbe. Überhaupt die Farben in diesem Spiel sind einfach... Ich mag das sehr gerne. Ich wurde übrigens gefragt in Comments, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte... Er sagte Ferien, ich beziehe das jetzt mal auf meinen Urlaub, weil meine letzten Ferien sind schon ein bisschen weiter länger her. Oh. Wenn ich die Wahl hätte, meine Ferien entweder unter Wasser zu verbringen, ohne aufsteigen zu dürfen, wo man merkt, also komplett unter Wasser zu verbringen, 6 Wochen schätze ich mal dann, oder im Weltall, was würde ich machen? Ich denke mal, ehrlich gesagt, dass ich, wenn ich die Wahl hätte, dann den Weltall bevorzugen würde, weil in Bezug auf das, was wir darüber wissen, ist es im Grunde genommen unendlich. Und so schön unter Wasser auch ist,
ist es ja vergleichsweise dann doch irgendwie einfacher, wenn man es drauf anlegt und das richtige Geld dazu hat. Und so weiter, dass man den auch aus eigenen Kräften sieht. Also wenn mir jetzt jemand die Möglichkeit geben würde und ich einfach nur eins von beiden wählen müsste, würde ich sehr wahrscheinlich in den Weltall gehen. Einfach, es ist genauso faszinierend. Wenn man sich mal so Planeten, Bilder von Planeten oder so anguckt, das ist mindestens genauso faszinierend. Also dieses Spiel hier im Weltall, alter Schwede, würde ich mindestens genauso spielen. Wobei dann natürlich dann die Farbspiele, ja, wobei doch, im Weltall gibt es genauso Farben, ne? Aber zumindest auf den Illustrationen, die wir so kennen. Wofür das jetzt hin? Das sieht ja schon fast so aus, als würde das da draußen gehen, im Sinne von draußen ohne Wasser. Hier noch Muscheln. Da haben wir noch irgendwo Muscheln. Gehen wir davon aus, dass hier keine Muscheln sind. Es sei denn, die sind irgendwo unter der Decke. Ist das jetzt ein Baum? Ach, das ist der graue Raum. Das ist der graue Raum ohne alles, ja. Okay, den werden wir dann wohl mal besser wiederbeleben, weil wir es können. Und weil wir nette Menschen sind manchmal. Also nicht in jedem Spiel, weil in manchen Spielen treten wir auch einfach alles kaputt und in Grund und Boden, was sich so uns in den Weg stellt, ohne dass wir auch nur ein einziges Wort mit ihm gewechselt haben. Hashtag Super Mario Maker. Aber in diversen anderen Spielen wie diesem hier und Undertale, im ersten Undertale Playthrough zumindest, versuchen wir zumindest, gute Menschen zu sein. Einfach, weil wir es können. Warum denn nicht? Man muss ja nicht immer das riesengroße Arschloch sein. Wenn ich noch eine einzige Muschel finde, habe ich das erste Mal eine Area quasi komplett. Wobei ich mich immer noch frage, ob ich irgendwie wieder zurückgehen kann oder ob man das wirklich alles in einem Run machen kann. Ich vermute mal, dass man das in einem Run machen muss, weil ansonsten würden die einzelnen Displays nach jeder Area keinen Sinn ergeben, weil so in dem Moment, in dem ich das Display da sehe, dieses Regal, wo die Muscheln angezeigt werden, kann ich ja noch umdrehen. Und dann nochmal gucken gehen, ob ich die anderen Muscheln nicht noch finde. Ich vermute mal, dass man das dann alles quasi in einem Run machen muss, aber gut, sei es drum. Machen wir keine Completion. Wobei das schade wäre, wenn das jetzt irgendeinen Bonus gibt. Wenn ich rausfinde, dass das irgendeinen Bonus gibt, nachdem ich mit diesem Spiel hier fertig bin, werde ich wahrscheinlich das Spiel privat nochmal durchspielen. Oder ihr wollt es nochmal sehen, dann spiele ich es auch gerne nochmal hier, aber ich gehe mal davon aus, dass es einmal reicht. Dann werde ich das Spiel sehr wahrscheinlich privat nochmal durchspielen und dann die Muscheln sammeln und dann das Bonus-Ding da, also die quasi den Bonus in der Bonus-Episode einfach nochmal zeigen. Aber ne, erstmal schauen wir, dass wir im Grunde genommen, ich will jetzt nicht sagen fertig werden, weil das klingt ja schon beinahe respektlos diesem Spiel gegenüber. Hallöchen! Ein Traum. Ich glaube, in diesem Spiel gibt es auch Wale, so richtig riesengroße Wale. Also da bin ich auch noch gespannt drauf. Das wird mit Sicherheit auch gut. Das wird mit Sicherheit extrem beeindruckend, wenn wir dann vor so einem Tier stehen. Es kann sein, dass das sogar schon die nächste Area ist, aber ich weiß es auch nicht. Sind in diesen Räumen auch Muscheln? Ja, warum sollen in diesem Raum keine Muscheln sein, ist die Frage, ne? Aber es fehlt noch eine, das ärgert mich jetzt. Wobei, ich hatte ja schon mal in der Area nur zwei. Allerdings wusste ich damals noch nicht, dass es in jeder Area drei gibt. Also, nehmen wir das jetzt mal so hin, als gegeben. Warte mal, ich möchte gerne mit dir schwimmen. Führst du mich zu einer Muschel? Du führst mich nicht zu einer Muschel, nein, der möchte mich nicht mitnehmen. Das ist aber ganz schön gemein jetzt, oder? Also, ich bin gerade befreit und da will er nicht mit mir schwimmen. Du bist aber ganz schön groß. Heilige Scheiße. Man muss sich das mal vorstellen, dass man dann irgendwie so unter Wasser ist. Das ist vielleicht auch dann so ein Argument, dass, wenn man die Möglichkeit hat, eher fürs Weltall sprechen würde. Wobei, da kann man auch von Meteoroiden und sonst was getroffen werden. Aber wenn man jetzt so ohne weiteres einfach so als Taucher in die Tiefsee geht und dann auf einmal diese riesengroßen, was weiß ich, Seeungeheuer im Prinzip schon fast vor einem stehen. Also wenn so ein Hai-Ding da vor mir stehen würde, ich würde mir vermutlich, also vermutlich würde das Wasser um mich rum etwas brauner werden. Gehe ich mal von aus. Diese Ruinen, was die zu sagen haben. Ob das irgendwann noch aufgedeckt wird in dem Spiel? Natürlich auch so eine Frage, ne? Aber vielleicht ist das auch einfach, vielleicht ist das auch einfach nur irgendwie, einfach nur da. Einfach nur da, damit wir uns dran satt sehen können. Tja. Ja, jetzt kommt tatsächlich der Wal als nächstes. Ach, schön. Oh, das Spiel hat nur noch vier Areas. Oh nein, ich habe das Spiel schon halb durch. Nein, ich will nicht. Aber vielleicht werden die Areas ja noch, vielleicht werden die Areas ja noch, das ist ein schöner Raum. Noch ein kleines bisschen größer. Hi. Okay. Also die Gemälde werden auf jeden Fall größer, sagen wir mal so. Irgendwer hat Wasser geschüttet. Und die Bäume da, die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, die kenne ich. Irgendwer hat Wasser geschüttet und dann kamen Fische hoch. Wie das halt so passiert, wenn man Wasser schüttet. Wo ist mein Ausgang? Wenn ich mal fragen darf. Wovon ich auch... Ach. Oh, gucken wir jetzt Kino?
Was geschieht? Die Tür geht auf. Danke, nachdem wir das Bild beleuchtet. Oder im Grunde genommen den kompletten Raum beleuchtet haben. Meine Fresse, ey. Manche Leute machen für sowas Reisen, um sich irgendwelche Kirchen in, was weiß ich, Rom oder so irgendwo anzugucken. Wir dürfen das alle in dem Spiel erleben. Ist das nicht schön? Ist das nicht einfach? Weil einfach ist. Hallöchen. Diese Tore, ja, die haben wir tatsächlich auch schon mal irgendwo gesehen. Kommen mir irgendwie bekannt vor. Dass die Kamera durch das Ding da durchklippt, Gott sei Dank. Es gibt Leute, die haben darüber gemeckert, dass die Kamera das tut. In dem Fall war es tatsächlich durchaus hilfreich. Nehme ich mal so mit. So schick, das ist so schick. Im Grunde genommen haben die uns jetzt hier eine eigene Kapelle gebaut, die wir uns angucken dürfen. Einfach nur so, damit sich's irgendwie anguckt. Das ist ein Traum. Das ist wirklich mal ein Spiel, das dazu aufruft, sich Zeit zu nehmen, Gottverdammt nochmal. Was wir viel zu wenig machen für alles in dieser Welt. Ob das jetzt für Videospiele ist oder die eigene Großmutter. Es ist einfach wirklich so, dass man sich für viele Sachen, die eigentlich wirklich wichtig sind, viel zu wenig Zeit nimmt. Oder für sich selbst mal. Einfach weil man es teilweise nicht mehr kann. Man muss sich mal vorstellen, dass man wirklich selbst an dieser Stelle steht. Das muss so fürchterlich beeindruckend sein. Wenn man so als kleiner Mensch, wenn man sich mal anguckt, wie groß dieser Raum ist und wie klein unser Charakter ist. Wie klein wir sind im Vergleich zu den teilweise Fischen, die hier rumrennen. Und das sind nur Fische. Also von der reinen Größe her könnten die uns den Arsch aufreißen. Machen sie aber nicht. Überhaupt haben wir eigentlich... Das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Perspektive auf ein Spiel, in dem wir im Grunde genommen ja eigentlich gar nichts machen. Wir sind ja im Rahmen der, ich nenne es jetzt mal Story, im Rahmen der Umgebung, also alles, was hier so passiert, auf nichts, was hier passiert, haben wir irgendeinen Einfluss. Also wir sind sowas von nichtig eigentlich, also abgesehen davon, dass wir einfach nur gerade ausschwimmen und uns diese ganzen schönen Sachen hier angucken, sind wir eigentlich im Grunde genommen wirklich komplett nichtig. Irgendwas wird mit diesen Türen da mit Sicherheit auch nochmal irgendwann passieren. Würde ich beinahe drauf wetten. Aber nur beinahe. Ja, und hiernach wird wahrscheinlich dieser wunderschöne Wal erscheinen. Ich werde jetzt hier noch nicht durchgehen, das werden wir uns dann nämlich fürs nächste Video aufheben. Bis dahin. Meine Damen und Herren, bitte Like-Button kaputt kloppen, würde mir sehr, sehr viel weiterhelfen. Sagt mir in den Comments Bescheid, was ihr von dem Spiel haltet. Ich bin immer noch fürchterlich begeistert. Ich bin total beeindruckt. Ich freue mich, dieses Spiel spielen zu dürfen. Also, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass du da warst, Tor offiziell winkenderweise. Bis zum nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren. Tschüss.